Kaiser? Ja, 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 ich komme. Hallo, hier ist wieder HP Meyer und hier kommen die nächsten Übungen in unserer Serie Fit für den Alltag. Viel Spaß und Erfolg. Wenn ich jetzt als Otto-Normalverbraucher Probleme habe, gehe ich am besten zum Arzt oder zum Physio. Wo oder was empfehlen Sie, wohin sich als erstes wenden? Also die Situation ist so, unser medizinisches System, unser Gesundheitssystem ist so aufgebaut, dass der Arzt vor dem Physiotherapeuten kommt. Er soll abklären, damit nichts passieren kann, wenn zum Beispiel wir als Physiotherapeuten Übungen mit dem Patienten oder mit dem Kunden machen. Fitnessstudios haben uns da etwas den Rang abgelaufen. Da kann der Mensch ganz alleine hingehen, kommt als Kunde, macht seine eigenen Sachen. Ich sage nicht schlecht qualitativ, aber ich sage ohne medizinischen Hintergrund. Und deshalb ist es schon vielleicht günstig, wenn die Symptome deutlich sind, erstmal bei einem Arzt vorbeizuschauen oder eben gleich den Physiotherapeuten aufzusuchen, der dann auch fachlich zumindest noch kompetent sich auf diese Ursachenforschung begeben kann, warum der Patient Probleme hat. Meistens sind es wirklich Schwächen der Muskulatur und haltungsbedingte Fehler. Aber stellen Sie sich vor, wie häufig kann auch mal wirklich eine Bandscheibe mit dabei sein. Aber es gibt natürlich auch Tumore in der Wirbelsäule, die die gleichen Probleme machen. Und da möchte ich lieber keinen Fehler machen. Wenn ich sowas übersehe, macht es keinen Spaß mehr. Deshalb denke ich, darf ruhig der Arzt der Untersuchung vorangestellt werden. Das aktive Tun ist dann Sache des Patienten. Wir sind im Vierfüßlerstand, die Knie unter den Hüftgelenken, die Hände unter den Schultern. Das rechte Bein wird nach hinten weggestreckt, der linke Arm nach vorne. Und nun im langsamen Bewegungstempo Knie und Ellenbogen unter dem Körper zusammengebracht und langsam wieder aufgestreckt. Rechtes Knie, linker Ellenbogen zusammen, wieder aufgestreckt. 6 bis 8 Wiederholungen und Pause. Im Vierfüßlerstand natürlich auch bei dieser Übung muss die andere Seite mit beübt werden. Linkes Bein, rechten Arm strecken und langsam und koordiniert Knie und Ellenbogen zusammenbringen und wieder aufstrecken. In der Streckphase eine kurze Zeit halten, 2-3 Sekunden. Die Spannung genießen, abstellen und Pause. Eine weitere Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur, aber auch der Koordination, ist die Übung mit dem Togo-Ball. Beide Füße auf dem Ball, der Körper auf dem Boden abgelegt. Jetzt Spannung in den Körper bringen, den Po abheben. Und wenn die Spannung im Körper stabil ist, versuchen wir, den Ball nach rechts und links zu rollen. Leine Bewegungen, koordinierte und kontrollierte Bewegungen. Und der Körper bleibt gerade wie ein Brett. Der Ball rollt nach rechts und links und der Körper stabilisiert und bremst am Ende der Bewegung den Ball und beginnt die Bewegungsrichtung zur anderen Seite. Auch hier 6 bis 8 Wiederholungen und Pause. Wir gehen in den Unterarmstütz auf dem Gymnastikball, den Po nicht als Pyramide, aber auch nicht durchhängen lassen. Mit Spannung im Körper langsam den Ball nach vorne rollen und wieder nach hinten unter den Körper heranziehen. Noch einmal nach vorne rollen und wieder nach unten heranziehen. Dies ist eine schwierige und auch hochkoordinative Übung. Und wir sollten nicht mehr als 4 bis maximal 6 Wiederholungen machen, dann eine kurze Pause und entspannen. Dankeschön. Entscheidend bei all diesen Übungen und bei allen Aktivitäten, die Sie machen, ist, dass Sie keine Schmerzen provozieren. Es wäre dumm zu glauben, Übungen müssen wehtun, damit sie erfolgreich sind. Entscheidend ist, dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie keine Fehler produzieren, die der Körper mit Schmerzen beantwortet. Wichtig ist, langsam die Übung auszuführen und kontrolliert. Schnell ist es viel einfacher, das ist richtig. Aber langsam ausgeführt, bringt es sehr viel mehr Erfolg.